Hey, ihr coolen Zombie-Gesellen, willkommen zurück zu Resident Evil Code Veronica X. So, wir sind ja immer noch hier in der Haftanstalt unterwegs und haben Steve kennengelernt. Wow, und jetzt noch die Hunde dazu. Ey, hallo, mach mal ganz Stress, ihr Viecher. Ey, hallo. Oh, die sind ganz schön garstig, aber leider sind viel schneller. Naja, passt. Geh weg. Als wenn man die Hunde outrunnt. Warum habe ich das gemacht? Um Munition zu sparen und weil ich es kann. Und außerdem zeige ich euch noch was. Ich habe jetzt das Vorhängeschloss bekommen, also den Schlüssel für das Vorhängeschloss letztes Mal. Ich glaube, die latschen jetzt zwar noch da rum, die Hunde. Irgendwo um das Gebäude, aber im Prinzip abgeschlossen mit einem Vorhängeschloss. Den Schlüssel benutzen. Ach, guck mal, es ist ja doch kontextsensitiv, beziehungsweise interaktionssensitiv, die Items. Wird nicht mehr benötigt, der Schlüssel. Wir legen ihn ab. Dankeschön. So, und jetzt habe ich nächstes Mal, wenn ich dahinter gehe, einfach den Weg gespart um das Gebäude und somit auch die Hunde. Können wir uns einfach sparen, die Viecher. Guck mal, da manscht jemand hier. Oh, da! Du Schwein! Ich werde übrigens in dem Spiel versuchen, immer so ein paar Gegner zu umgehen oder auszulassen, weil... Ja, gerade Munition ist halt auch wieder ein rares Gut hier, teilweise. Also ganz besonders diese Waffen hier sind ziemlich gut. Deswegen werde ich mir die aufsparen, so gut es geht. Oh, guck mal, da steht schon so ein Knuspermann. Voila. Ist er tot? Und Zombies sterben hier noch erfreulich schnell, im Gegensatz zu Resident Evil 2 zum Remake. Weil da haben wir ja richtig diese zähe Fleischklumpen, Mensch. Also richtig Beef Jerky. Ja, ja, ja. Guck mal hier. Carl Grisham ist es wieder. Lebst du doch? Das ist der, von dem wir gelesen haben, dass er die Insel besuchen wollte, um dieses komische Material mitzubringen. Dieses komische, ja, nicht Metallplast, der komische Stoff einfach, der nicht metallisch ist. Ja, ja. Und er steht direkt wieder auf, sag mal. In die Knie, du Schwein. Der Koffer liegt leider im Feuer, aber wir haben ja den Feuerlöscher dabei. Wunderbar. Ich darf, glaube ich, dieses Mal nicht wieder den Fehler machen, wie schon mal damals, als ich es gespielt habe. Der Feuerlöscher ist jetzt nämlich leer, soweit ich weiß. Leer, genau, er ist leer, aber man sollte ihn, glaube ich, nicht wegschmeißen. Also ich habe ihn immer in die Kiste gelegt, wo man die metallischen Gegenstände ablegt und habe ihn nicht mehr mitgenommen, weil ich mir dachte, ja komm, wenn man ihn auffüllen könnte, Punkt, 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 ja, kann man auch. Aber das wird noch ein bisschen dauern. Guck mal hier, der Interaktionspunkt, um den Koffer aufzuheben, ist wunderbar. So, ist klar. Wie gesagt, das sind halt die alten Teile, da hat man leider so ein bisschen Pixel-Hunting betreiben müssen. Das ist jetzt nicht möglich. Okay, dann, gut. Ja, den Knopf hättest du jetzt auch selber finden können, Claire, oder? So, das TG-01 war in dem Stahlkoffer so eine Art, ja, Zeug halt, ne? Material, das nicht metallisch ist. Produktbeschreibung. Danke für Ihre Unterstützung und für die Verwendung unserer Produkte. Dieses Mal haben wir unsere fortschrittlichste Technologie angewendet, um eine einmalige Anti-Metall-Detektor-Legierung namens TG-01 erfunden. Ja, die heißt jetzt wirklich Anti-Metall-Detektor-Legierung. Das ist so. Eigenschaften von TG-01. Erstens, wird von keinem Metalldetektor erfasst. Zweitens, erzeugt kein Bild bei der Röntgendurchleuchtung bei der Einreise. Drittens, leicht, aber widerstandsfähig. Wir planen für die Zukunft die Herstellung verschiedenster Waffen und dieser neuartigen Legierung. Oder mit dieser neuartigen Legierung. Anbei eine Probe für Sie. Wir erwarten dann Ihren Rückruf betreffs möglicher zukünftiger Geschäftsideen. Metal Industries Corporation, Carl Redhill, Leiter Forschungsplanung. Redhill und Redfield, ne? Irgendwie auch komisch, diese... Naja. Okidoki. Erstmal schon durch Benzin laufen. Eben noch gesehen, wie es geplatscht hat. Das Benzin ist hochgespritzt. So, aber jetzt haben wir ja endlich das Teil, was wir brauchen und können erstmal weitergehen. Beziehungsweise wieder zurück in den Raum mit dem 3D-Druck-Scan-Kratzer. Guck mal, jetzt sind sie hier, die Arschgeigen. Tot? Ja, das ging schnell. Oh, die sieht aber auch so richtig abgeranzt geil aus. Richtig geil. Was man hier übrigens beim Spiel macht, ist halt extremes... Ja, seht ihr? Jetzt habe ich mir den Weg gespart und die blöden Hunde, die gucken nur.
Was man hier wirklich noch machen muss später, ist extremes Backtracking. Also man muss wirklich, wenn man ziemlich weit ist im Spiel schon, nochmal hier ganz in den Anfang zurück. Ihr seht ja das mit der Guillotine. Da war ja noch eine Tür, die bekomme ich aber erst sehr viel später auf. Also wie gesagt, es ist halt schon sehr eigen, das Spiel. Eigentlich schon wieder der erste Teil, dass man da wieder ins Herrenhaus muss. Im zweiten ist man ja eigentlich immer nur vorwärts. Da geht es immer nur weiter, immer nur weiter. In the security box. Man verbringt halt auch relativ viel Zeit im Polizeipräsidium, aber dann geht's eigentlich immer straight irgendwo weiter hin. So, warte mal, ich, wie gesagt, nicht vergessen. Feuerlöscher später, das wäre fatal. Jetzt nicht fatal, aber mir geht dann eine coole Waffe flöten. Ach, ich hab das Feuerzeug vergessen. Meine Güte, ey. Kannst du doch mal selber dran denken, Claire. Also ich wüsste nicht, dass es Waffen aus Zink oder Nickel gibt, weil es sieht aus wie Nickel eher. Oder vielleicht Aluminium oder so, aber die wäre ja viel zu weich für eine Waffe. Dass der Scanner darauf reagiert, ist auch ein bisschen plemplem, ehrlich gesagt. So, jetzt haben wir nämlich eine Kopie dieses tollen Medaillons. Warum wir immer da Funken stoben, aber es ist so. Wahrscheinlich einfach nur, um, dass man nicht sieht, dass das Ding einfach irgendwann ausgetauscht wird von der Platte zu diesem Medaillon. Duplikation fertig. So. Cool. Ja, und was schön ist jetzt haben wir aber keine Waffe und einfach mal überall Zombies. Und die stehen direkt auch noch, die Schweine. Ihr seid doch Arschkrampen. Ja, guck mal, da ist auch noch einer. Hallo. Wie gesagt, das ist halt das ist so eine Stelle wieder, wo man sich denkt, so, sag mal, ihr Lack gesoffen. Du hast keine Waffe und es stehen einfach mal drei Zombies im Gang. In dem Remake wärst du jetzt schon tot übrigens, von der Menge an Schaden, die man frisst durch einen Zombie-Biss. Ja, wahrscheinlich halt nicht auf leicht, aber... So. Also zumindest auf dem Schwierigen oder Veteran wärst du jetzt tot, weil einmal Veteran gebissen werden und man ist schon rot. Nur mal so. Naja, gut. Aber wie gesagt, das Spiel ist eigentlich sehr fair, was Schaden angeht. Du kannst echt viel Schaden fressen, bevor du wirklich mal in die kritische Zone kommst. Aber trotzdem, es ist eines der schwereren, finde ich. Allein schon wegen manchen Bossen, die halt einfach richtig assi sind. Wo du wirklich keine großartige Chance zur Flucht hast und wenn du dich falsch verhältst, bist du ruckzuck tot. Oder wenn du zu langsam bist sogar. Echt nicht schön. Also, ich habe dich doch gerade gekillt. Den einen. Achso, guck mal, ist auch wieder da. Auch du, Brutus, du warst auch schon tot. Schweinemenschen hier. Cornflakes Bande. So. Habe ich jetzt noch nicht überprüft, aber ich weiß natürlich, dass man hier das Medaillon braucht. Und wir hauen einfach mal ab. Das ist immer das Lustige. Ich kann jetzt da reingehen und die Zombies stehen, glaube ich, wieder woanders. Beziehungsweise, wenn ich später storybedingt wieder her muss, sind sie halt echt wieder woanders unterwegs, die Viecher. Aber guck mal, hier sieht es auch gut aus. Von dieser Seite aus komme ich nicht weiter. Er sagt ja, es gab einen Angriff, der hieß er nochmal, der Gonzalez oder so. Also der Typ, der jetzt da irgendwie blutend im Büro sitzt hinten. In so einem kleinen Gefängnisbüro. Auch ein cooler Job, weißt du, er ist im Umbrella-Quartier oder Hauptquartier gewesen. Und plötzlich sitzt er irgendwo in einem kleinen Gefängnisknast und bewacht uns. Ist ganz schön Degradierung eigentlich, wenn man drüber nachdenkt. So. Schieberätsel kennt man auch aus den klassischen natürlich. Die riesigen Kisten, die immer genau quadratisch sind. Und die halt immer genau so passen, dass man damit Hindernisse überbrücken kann. Auch schon, wie natürlich im ersten. Wo man die Pflanzen zum Beispiel zuschieben kann, diese Pflanzententakel. So. Also von der Pflanze, wie heißt sie nochmal, 42? Ja. Ey, so reagiert sie auf Feuer. Sie läuft da jetzt gar nicht dran. Das ist mir unangenehm. So. Es gibt übrigens auch, kein Scherz, das ist eins der Teile, wo man wirklich noch so viel freispielen kann, dass es Sinn macht, das vielleicht öfter zu spielen. Also generell halt, weil Resident Evil cool ist, natürlich. Kann man es öfter spielen. Aber es gibt hier die Möglichkeit für einen First-Person-Modus, Leute. Die kann man hier schon freispielen. Ist das nicht cool? Ich find's total cool. Oh nein, da ist hier noch einer. Aha.
Manchmal ist man von der Perspektive, verdeckt man einfach mal komplett die Zombies. Ist sehr lustig. Der ist sehr lustig. Aber ich kann sie einfach benutzen, die Waffe. Aha. Trick übrigens, wenn man Gegner, die so ein bisschen tiefer sind, treffen will. Oh, Glück. Ich hatte, glaube ich, keinen Schuss mehr. Vier noch. Ah, gut. Dann einfach kurz, also ich mache das jetzt mal ohne zu schießen, einfach kurz runterdrücken und dann in der Bewegung schießen. Weil ich habe ja schon mal gesagt, man trifft Gegner mit Waffen, die, die horizontalen zielen nicht. Die halten mehr aus als Zombies manchmal. Und deswegen ist das ein Trick, dass man die einfach trifft, obwohl sie Kilometer weit auf dem Boden sind, wo man eigentlich komplett runterzielen muss, um sie zu erwischen. So erwischt man sie dann auch. Ein Marineausweis, den hätte ich jetzt eigentlich noch nicht gebraucht. Um genau zu sein, hätte ich den sogar liegen lassen sollen. Naja. Weil jetzt habe ich keinen Platz mehr. Und ich brauche das Ding noch gar nicht. Klack. Gruselig. Diese Warte. Diese Ladedinger. Gruselig. Oh, guck mal hier. Bisschen Muni. Ja, wie ihr seht, die Waffe, die ist halt echt ein bisschen blöde. Die Residenzkarte. Ich habe die Residenzkarte. Gut, Claire. Rare. Und die haben wir. Oh, das ist schön. Das kann ich jetzt echt erst später. Da liegen Pfeilbolzen, Armbrustbolzen. Und die sind einerseits ziemlich beschissen als Waffe. Also die Armbrust ist ziemlich beschissen, finde ich. Aber wie so oft hat man zum Glück was dazu gemacht, dass man einfach mal die Schüsse immens verbessern kann. Aber dazu kommen wir eh später. Wenn ihr es noch nicht kennt, wie gesagt, ich will nicht so viel spoilern oder verraten über die Story. Ihr werdet sehen. Aber warte mal, was soll ich jetzt machen? Da steht hier eh noch ein Kraut. Hört mal. Die Biene, oder die, was auch immer das ist. Das ist voll lustig. Der Beat. Ja, weil irgendwo sind hier Lampen und da fliegen wohl Motten gegen und die summen ein bisschen. Ist sehr witzig gemacht. Da kommt gleich so Herrenhaus-Feeling vom ersten Teil auf, oder? Wer ist das denn? Na, wer ist das denn? Oh, ich dachte, man kann hier noch gar nicht rein. Na gut. Narz. Oh, oh, und übrigens bei sowas hier, wer das hört, nicht rennen. Nur so als Tipp. Oh, die sind bad shit crazy, die Fledermäuse. Haha, habt ihr verstanden? Bad shit crazy. Ja. Okay. Da ist noch ein Halsspray, das hole ich mir später. Also ja, wenn ich jetzt hier renne, dann kommen die Fledermäuse runter und greifen mich an. Ich glaube, das ist dann permanentes. Warum auch immer sie solche nervigen Viecher eingefügt haben. Die kann man zwar abknallen, macht aber nicht wirklich viel Sinn. Weil die machen A, wenig Schaden und B, sind sie einfach nur nervig. Aber ja, sie sind halt da und sie sind Gegner, die einen stören. So, was haben wir denn hier? Sicherheitsverriegelung aktiv. Zum Entriegeln hat die Nummer eingeben. Ich muss jetzt mal ein bisschen vorgreifen, Leute, weil ich möchte weiterkommen und nicht ewig rummachen. Deswegen gebe ich schon mal die Nummer ein. Die findet man eigentlich an einem anderen Ort auf einer Karte. Es ist nämlich NTC 0394. Ich habe mir die Codes natürlich vorher aufgeschrieben. Voila. Nein! Habe ich alles nochmal, oder was? Die alten PCs. Und vor allem auch, wie immer, finde ich die Anordnung der Tasten total super. Ich meine, guck mal, welche Tastatur hat die Buchstaben genau nach Alphabet sortiert? Keine! So. Keine einzige Tastatur. ID Verification in progress, please wait. ID Verification has been confirmed. Ja, somit komme ich jetzt hier durch. Zack, und das ist das Schloss. Da hinten und das war's. Okay, ich dachte, da oben wäre noch. Aber ich gehe eh noch nicht dort hinter. Ihr werdet ja sehen, was dort ist später. Ich möchte eigentlich immer da oben hin, weil da ist eine Kiste, um Items abzulegen. Weil, ja, ihr wisst ja, Platz ist essentiell in Resident Evil. Ich glaube, hier steht schon wieder was rum jetzt. Nee, kein Kraut, okay. Ich überlege gerade, ob ich die Pistole ablege, weil die ist
Ja, einerseits schon ganz geil. Aber ich weiß noch, dass ich früher immer so ein bisschen dazu tendiert habe, die einfach so schnell wie es geht leer zu schießen, dass ich Platz habe wieder. Und ich weiß gar nicht, wie hoch die Pistolenmunition übrigens stapelt. In Resident Evil 2, dem Remake, sind es 60. Und hier ist es offensichtlich viel mehr. Auf jeden Fall kann ich das ablegen. Warte mal, ich glaube, den Koffer kann ich auch noch nicht öffnen. Da ist nämlich ein Schloss dran. Ein einfaches Schloss. Ich könnte es mit einem Dietrich öffnen. Aber ich habe keinen Dietrich. So. Lege ich auch noch ab. Ah ja, genau. Ich weiß jetzt wieder. Wie gesagt, ihr werdet sehen, wo ich den Dietrich herkriege. Ist eigentlich eine coole Sache. Man kann auch komplett ohne den Dietrich spielen und das Feuerzeug behalten. Man muss es nämlich eintauschen. Ein kleines Tauschgeschäft. Notiz des Sekretärs. Seit 4 Jahren diene ich Sir Alfred nun schon. Er vertraut niemandem. Obwohl ich sein Sekretär bin, darf ich sein Privatanwesen noch immer nicht betreten. Was hat er bloß für ein Problem? Man sagt, er lebe mit seiner Zwillingsschwester Alexia in dem Haus oben auf dem Hügel. Manchmal habe ich dort jemanden am Fenster stehen sehen. Es könnte diese Alexia gewesen sein, von deren außergewöhnliche Schönheit alle hier schwärmen. Ja, ich habe Sir Alfred einmal darauf angesprochen, aber das brachte ihn nur in Wut. Obwohl ich sein Privatsekretär bin, lässt er mir nichts durchgehen. Ich glaube, wenn ich noch einmal nach ihr frage, bringe ich mich in Lebensgefahr. Auf jeden Fall ist es nicht nur mir ein Rätsel, warum er aus seinem Privatleben mit Alexia ein solches Geheimnis macht. Robert Dawson. Ja, jetzt stelle ich mir vor, der hat ein riesiges Privatanwesen da oben auf dem Hügel. Und das darf keiner putzen. Und ich meine, das ist ein... Also dieser Alfred ist ja offensichtlich ein sehr feiner Herr, wie man jetzt herausgehört hat. So ein bisschen, ich meine, sieht ja auch sehr prunkvoll aus. Wer macht die Bude sauber? Also er bestimmt nicht, oder? So, hier nämlich die ID-Karte. Da hätte ich jetzt erst den Code gefunden. Wir gucken mal drauf. Und... ja, NTC 0394. Deswegen habe ich da ein bisschen vorgegriffen. Wer soll das überhaupt sein? Ist das einer der Programmierer oder was? Das auf dem Bild? Keine Ahnung. So, und die Karte brauche ich auch nie wieder. So, deswegen legen wir sie einfach mal weg. Alles klar. So, es gibt übrigens... ich glaube, es gibt eine gewisse Zeitspanne, wie man das eintauschen kann. Das Feuerzeug. Bin ich ganz sicher. Wenn man die verpasst, ist halt leider vorbei, soweit ich mich erinnere. Deswegen muss ich halt das... muss ich das schon irgendwie geschickt machen. Wie gesagt, wenn ich dann zu spät bin, könnte es sein, dass ich den Dietrich gar nicht mehr bekomme. Die Türen, die hören sich so krank an einfach. Oh, hier hört sich auch krank an. Sterben. Diese kurze T-Pause. Oh, nee, ich weiß nicht. Kurz in T-Pause geht, wenn man aufhört zu zielen, finde ich auch witzig. Lebt immer noch einer. Das ist praktisch am automatischen Zielen. Ich meine, es gibt natürlich Puristen, die sagen: Mach den Scheiß aus! Wie ohne automatisches Ziel, das ist viel realistischer! Ja, aber es ist nicht realistisch, dass man nicht sieht, wo die Gegner herkommen. Wenn sie irgendwo aus dem Nichts einfach auf einen zulaufen, finde ich persönlich ja, ne? Nicht, dass das jemand von euch sagt, aber ich, wie gesagt, ich hatte das schon, dass Leute sagten so, boah, wie kannst du nur so spielen? Es geht doch gar nicht. Oh doch, es geht sogar ziemlich gut. Mit dem automatischen Zielen. Erstmal Kraut mischen hier. Ja, wie ihr seht, auch hier ist wieder ziemlich Backtracking angesagt, weil... ja, man hat verschiedene Schlösser noch, die man öffnen muss. Okay, das war's. Zum Beispiel das Silber mit dem Silberschlüssel. Auch ganz ungewöhnlich, dass es nicht irgendwie so ein Kartensymbol hat, oder? Weiß ich nicht. Der Kontrollraumschlüssel. Und er sieht dann auch wirklich aus wie ein Kontrollraumschlüssel. So. Mal die Muni. Was haben wir hier? Ein ameisenförmiges Juwel. Darunter ist ein Schalter. Nein, den möchte man nicht drücken. Was haben wir denn hier alles? Das sind Panzer. In Schaukästen. Kampfmesser. Mhm. 2 Handfeuerwaffen. Das ist ein Flugzeug. Ich glaube, das kann man sich gar nicht alles... doch. Ein Modellkampfflugzeug. Viele Bücher. Es scheint hauptsächlich um Krieg zu gehen. Ach, sympathische Familie hier, ne? Ein Modellschlachtschiff. Und...
Zwei Magnum-Pistolen. Alter, ich würde mir halt sofort eine mitnehmen. Die sehen nicht wirklich aus wie Replika, sondern wie echte. Und dann gerade eine Ameisen. Eine riesige Ameise. Warum das denn, oder? Das wirkt ein bisschen befremdlich. Alles hier Krieg und auf einmal eine Ameise. Ach, sind das aber liebe Kinder. So lieb, ich würde sie beide im Klo ersaufen oder so. So Psycho, wie die sich schon angucken. Ach. So, und hier haben wir einfach mal ein Steuerrad. Das steht so rum. Warum auch nicht? Und guck mal hier noch mehr. Gewehre aus verschiedenen Ländern. Oh. Ich meine, ich bin jetzt nicht der Waffenfreak, aber viele Orden. Aber vor allem gerade hier eigentlich, wenn so viel Zombies und anderes Viehzeugs rumrennt, ist das gar nicht mal so übel, wenn man Waffen hat. Antike Militärsachen werden hier aufbewahrt. Hier habe ich Platz dafür. Ich hoffe, es ein paar Goldluger. Ja, ich habe genau den Platz Goldluger mitgenommen. Sehr schön. Ja, nur. Oh nein! Es ist warm auf einmal. Ja, ich muss sie leider benutzen. Ich weiß ehrlich gesagt auch gar nicht, was passiert, wenn man sie nicht zurückstellt, die Luger. Aber es könnte gut sein, dass man stirbt. Ich könnte es dem Spiel zutrauen, dass es einen einfach verrecken lässt. Na gut. Wir kommen nochmal wieder. Aber ihr habt ja gesehen, da geht auf jeden Fall so ein Kasten auf und... Ich muss ganz kurz lauschen, Sekunde, ja. Guck mal hier, verschlossen mit einem goldenen Emblem. Also ein Silber- und ein Goldschlüssel brauchen wir hier wohl. Ja, heißt auf jeden Fall, wir kommen nochmal her und dann bringen wir das nötige Werkzeug mit. Oder halt das, was uns... Was benötigt wird, um das Rätsel zu lösen, ist halt immer so eine Sache, wie gesagt. Fand ich übrigens cool im Remake vom ersten oder auch generell im ersten Teil, da gab es ja diese Zufallsevents, beziehungsweise je nachdem, welche Reihenfolge man die Räume abgesucht hat, hat dann zum Beispiel auch Jill, wenn ihr euch erinnert, die Schrotflinte bekommen und wurde von Barry gerettet und ein anderes Mal mussten wir die Replika reinpacken. Ach warte, hier ist das Heilspray. Ich weiß gar nicht, war das hier nicht auch so, dass es so Events gab, dass man einmal aus einer Situation so und dann mal wieder so entkommt? Ich glaube ehrlich gesagt jetzt nicht. Ich meine, das wäre alles immer vorbestimmt. Nur eine Art, wie man es zu lösen hat. Nun. So, soll ich mal kurz an die Kiste laufen, ist die Frage. Ich habe zwei Heilungen dabei, die ich jetzt nicht brauche. Und wie gesagt, die Pistolen, ne? Aber die Pistolen sind halt immer noch besser als die Handfeuerwaffe. Und auch sehr durchschlagskräftig, wenn man überlegt, dass man halt direkt zweimal schießt und nicht nur einmal. Na, mal gucken. Und vor allem sind sie auch ziemlich schnell im Schießen. Eigentlich auch wieder total unlogisch, die Teile. Dass man so oft damit schießen kann und dass die auch eine Prozentangabe haben, wie viel Munition sie haben, ist auch oft mal der Fall. Und das ist ein bisschen verwirrend, finde ich, ehrlich gesagt. Und mir fehlt übrigens auch hier die Autosortierfunktion. So generell ist eine schöne Sache eigentlich. Na gut. Danke, Tür. Tuff. Die Sounds, ne? Ich habe sie alle im Kopf. Ich könnte die 1 zu 1 wiedergeben. Könnte ich die Sounds so wiedergeben. Also wenn wir aus dem Kopf abspielen und es wird sich hundertprozentig gleich anhören. Ja! Help me! What the? Steve? Oh, diese Panik, dieser Druck. Oh mein Gott. Was übrigens total unlogisch ist, wenn ich jetzt gerade aus dem Raum gekommen wäre und dann zur Haupttür gehe. Ihr werdet sehen, warum. Weil Steve ist halt da, wo man... Wo er eigentlich nicht sein kann. Das ist unmöglich. Der kann nicht an uns vorbeigelaufen sein.
Aber die Türen sind zu, die anderen. Aber ist ja egal. Das ist halt so diese Resident Evil Logik mal wieder. Team ist in Gefahr. Auf der Kontrolltafel ist der Text. Mein Zorn wird sich legen, wenn die Paare hier sind. Den Schalter betätigen. Mehrere Schalter. Welchen Schalter drücken? C und E. Das sind nämlich beides Pistolen. That was too close. But I found something, thanks to you. Also Handfeuerwaffen, meine ich. Looks cool, huh? Oh, I need those. Give them to me. You gotta be kidding. I found it and I'm keeping it. Fine. Let's make a deal. I'll trade you for something fully automatic. See you around, Claire. Adios. Hey, wait, Steve! Und genau deswegen ist er für viele einfach ein kleiner Arsch. Weil er könnte uns helfen, weiterzukommen, dass wir das Rätsel oben lösen, also beziehungsweise einfach die Goldluger oben einsetzen in der Tür. Aber es wird jetzt einfach mal künstlich gestreckt, weil der kleine Flegel uns die Waffe nicht geben will. Also die Waffen, die Replikas. Das sind nicht mal richtige Schusswaffen, das ist ja der Witz. Er weiß das ja nicht mal, dass sie nicht schießen können, einfach. Arsch. Redfield! How dare you interfere with my operation? What are you talking about? You let yourself be captured so you could lead your people to this base! I have no idea what you're babbling about. You don't fool me. I am Alfred Ashford, commander of this base. Oh? You must be one of Umbrella's lower level officers if you're in command of a backwater base like this one. How dare you! The Ashford family is among the world's first and finest. My grandfather is one of the original founders of Umbrella, Inc. Now tell me, why have you attacked this installation? Attacked? Shortly after you arrived, my base was attacked. You must have informed your people of its location. I still don't follow you. I really don't know anything about that. Unacceptable! How can you deny it? My base has been destroyed. And thanks to you, the experimental T-virus was released, creating countless zombies and monsters. Tell me, who do you work for? Who sent you? Have it your way, then. You're just a rat in a cage anyway. I'll be sure to keep you entertained before I dispose of you. Diese Lache. Oh mein Gott. Ja, dieser kleine Arsch. Also man kann ihm jetzt folgen, aber es macht keinen Sinn, deswegen gehe ich jetzt einfach, weil ich habe keinen Bock auf ihn. Ja, Alfred Ashford. Oh Leute, ich stelle mir das in einem Remake so fantastisch vor, wie der overacted wird. Also ich muss jetzt nur mal an William Birkin denken. Aus Resident Evil 2. Das war halt echt schon super, super schön. Hat die nicht noch was? Nee, ne? Aber irgendwas liegt hier noch. Da ist noch rot. Musste noch was sein. Nicht noch Kraut oder so? Oder heißt rot einfach, dass ich mich gerade in dem Bereich befinde? Ich glaube, hier haben sie es nicht so gemacht, dass man sieht, wenn Gegenstände noch gesammelt werden können. Ich denke mal, das haben sie einfach ausgelassen. Nun ja. Auf jeden Fall, das ist der große Bösewicht, wenn man so will. Auch wenn er ein bisschen extravagant ist, ja. Das ist Alfred Ashford. Ashford. Der Bösewicht des Spiels. So. Warte mal, ich werde erstmal hier die Pfeile aufsammeln, den Pfeilköcher. Wie gesagt, die sind an sich eigentlich total...
Ihr seht schon 30, ja, und man bekommt Unmengen an Pfeilen, leider. Die sind ziemlich plemplem. So. Und einmal das Steuerrad. Beim Steuerrad drehen, bitte. Wie gesagt, ich werde einfach mal die Schritte vorwegnehmen und einfach nicht an irgendwelche Apparate rangehen, weil ich weiß, was ich schon dafür brauche. So. Das Spiel ist halt auch nicht sehr, sehr lange. Ich schätze mal, weiß nicht, 20 Parts vielleicht. Aber ich meine, 10 Stunden immerhin, ne? So, und bevor wir ins U-Boot runtergehen, mache ich erstmal Schluss hier. Danke fürs Zusehen mal wieder. Wäre schön, wenn ihr mir ein Like auf die Folge gebt und vielleicht was Nettes kommentiert. Wir sehen uns wieder zu Resident Evil Code Veronica. Bis denn. Tschüss.